Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Orcs Must Die 2 im Together mit Tried LP und Darkest Play. Hallo Freunde. Wir befinden uns heute in der Klemme. Ja, und da müssen wir ganz schnell wieder raus. Und ich spiele diesmal mal mit meinen Feuerbällen. Mal gucken, was, ja, ob wir wieder verlieren. Du als Zauberer mit deinen Bällen. Ja, ich habe Doppelbälle. Doppelbälle. Double Ball. Und du kannst einige Waffen und Geschosse sogar ausweichen, beziehungsweise vor ihnen weglaufen. Leertaste. Oh, die Map ist anscheinend nicht so groß. Nee, aber... Datten. Ach ja, ich habe wieder andere Klamotten an. Ich habe mich mal wieder umgezogen. Ach, das andere fand ich aber schöner. Da konnte ich schön an das Röckchen gucken. So. Also ich sehe schon mal einen Eingang. Einer blinkt da hinten. Vier Eingänge, wenn ich mich nicht täusche. Ja, vier. Puh. Mhm. Stachelfallen, die tue ich mal raus und pack mal... Ich packe jetzt mal Mana-Brunnen rein. Zur Sicherheit. Okay. Hier hoch geht's auch. Schließe ich in der Schule Zauberbuch. Was gibt's denn heute hier für Gegner? Mittelschwerer Ork, schwerer Ork, Armbrust-Ork, Orga, Orga, Oger, Erdfürst, Feuer-Oger, Koboldläufer, Erdelementar, unsere guten Gnolljäger und natürlich unsere Trollis auch wieder da. Und es gibt wieder zwei neue. Ne, der Frostork ist noch alt. Aber die Frostfledermaus ist neu. Eisspuckender, fliegender Gegner. Weicht Boden, okay. weicht Bodenangriffen aus. Hier oben gibt es noch in diesen langen Gängen zwei rollende Baumstämme. Okay. Die kann man so im Notfall zünden. Boah, ich wäre gerade ins Nichts gefallen. Fast. Das wäre nicht gut. Nee. Und ich bin noch am Überlegen. Ja, ich überlege gerade mal. Vorne. Ich finde dich nicht mal. Ja, ich bin hier ewig viel am Rumlaufen. Also die kommen auf jeden Fall von da unten, die Gegner. Meine Hände brennen! Heiß, heiß, heiß! Die Frage ist, wo wir was platzieren. Ja, ich frage mich auch. Am besten hier alles vollhauen. Ja, aber die kommen ja auch von hier vorne, weißt du? Von den langen Gängen. Da kommen sie auch, weißt du? Mhm. Also ich bin am Überlegen, ob ich hier oben, weißt du, da wo ich jetzt hingucke, ja, da oben schon mal Bogenschützen hinmache und dann auf der anderen Seite an dieselbe Stelle. Ja, okay. Da treffen sie beide auf jeden Fall schon. Ich hau mir am besten, ich hau mir jetzt am Anfang direkt einen Mana-Brunnen hier hin zur Sicherheit. Egal, wenn der was kostet, also wenn der viel kostet, aber sicher, sicher. Zwei, ich mach hier noch Säurefallen hin. Fliegende Gegner? Ja, Frostfledermäuse. Okay. So, zwei dahin. Okay, ich habe hier nochmal zwei Säurefallen hingebaut. Drei. Ne, zwei. Zählen kann ich auch nicht mehr. Wenn das schon nicht mehr klappt. Okay, hier ist der Teleport. Geht nach da. Okay. Okay, von mir aus können wir. Ja, ich habe eh kein Geld mehr. Stehen wir jetzt eigentlich auf der richtigen Seite? Nee, ich hoffe es. Auf der richtigen Seite. Oh. So, Teleport. Der Teleport ist hier echt sinnvoll. Die erste Welle, die wird ja wahrscheinlich eh wieder easygoing sein. Und ich bin nach zwei Attacken oben. Außer ich springe jetzt gleich alles weg. Ja, ich greife direkt mal von hier oben an, würde ich sagen. Außer die kommen jetzt natürlich von der anderen Seite. Ich guck mal, was die Flammenwand bringt. Ja, warte erst, komm ein Stück zurück. Warte erst, bis sie richtig raus sind. Sauber. Vor allen Dingen, die bleibt ja auch ein bisschen. Mhm. Sehr schön. Oh, da ist auch direkt ein Mana-Trank. Ja, der ist gleich nochmal für dich. So, das ist echt nice. Ja, vor allen Dingen, dass die auch so schön rumtänzeln dann danach. Ja. Oh, ich habe auch diesmal meine andere Waffe dabei, dann kann ich wenigstens nur normale Schüsse schießen. Das ist auch sehr wichtig auf jeden Fall. Ja. So, ich habe wieder Mana, das heißt, ich kann wieder eine Flammenwand setzen. Kostet viel Mana. Hm, geht eigentlich. Aber Mana lädt sich schnell wieder auf. Da oben ist nochmal ein Mana-Trank. Ja, okay. Das heißt... Flammenwind. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an WoW. Oder nicht an WoW. Boah, bei welchen... Oh, guck mal, meine Bogenschützen greifen von da oben schon an. Lol. Oh, die haben das Feuerpfeile. Ja, das habe ich ausgerüstet, genau. Nice. In der letzten Runde. Das ist sehr geil, dass die schon von da oben angreift. Das hilft auf jeden Fall. So, komm her, du Dreckstroll. Hast du die Füße verbrannt? Die Füßelchen. Boah, das macht ganz schön Schaden. So, nimm du das Geld mit. Eine neue Tür öffnet sich. Okay. Das heißt aber, wenn die von da oben schon angreifen, die Bogenschützen, dass ich dann da oben nochmal einen hin platzieren werde. Okay, ich gehe mal zu meinen Mana-Brunnen. Wenn die von hier kommen, dann gehe ich aber erstmal Mana-Brunnen holen. Hä? Falsche Seite. Ach nö, jetzt... Da renne ich nicht runter. Boah. In der Südhalle. Okay, das ist der
Ne, wo ist denn das? Okay, da oben. Oben? Nach totale oben. Totale Verwirrung. Oh, Brain AFK, hä? Das ist nicht AFK oben, oder? Brain. Das ist unten. Oder? Hä? Ah, ne, da unten. Boah, scheiße, da ging's ja runter. Bist du runtergefallen? Nee, ich bin drüber gesprungen, aber das war Glück. So, erstmal hier Flammenwände. Okay, ich greife die Gegner erstmal von hinten an hier. Achso, du hast schon. Oh ja, die. Da kann man eigentlich eine schöne Linie mitziehen mit diesen Flammenwänden. Ja, das stimmt allerdings. So, aber mein Mana ist wieder empty. Aber hier würden jetzt auch noch im Notfall meine anderen zwei Bogenschützen angreifen. So, Flammenwand, kein Mana. Ich meine, von wem werden dann. Das sind Bogenschützen, die greifen meine Bogenschützen an. Das gefällt mir nicht. Boah, ich glaube, die werde ich immer mitnehmen, den Ring. Ja, genauso wie ich mit meinen zwei Waffen. Das der ist so geil. Ich kann auch trotzdem noch verzaubern. Wenn du Hilfe mit dem Ogre brauchst, sag Bescheid. Ja, ich hau dir mal einen Feuerball in the face. Boah, das macht einen Schaden, ne? Nimmst du die Münze? Okay. Diesmal nehme ich sie mit, genau. Säureopfer. Meinst du, es gibt einen Erfolg bei Steam, wenn man keine Fallen baut? Ich weiß es nicht, ob es einen kompletten Erfolg gibt, wenn man gar keine Fallen baut. Nein. Verdammt. Wow. Danke. So, Oga, jetzt gibt's aber Backenklatschen hier. Scheiße. Er brennt. So, nächste Welle. Meine MC. So, wo kommen die? Von... Ich denke mal, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Wahrscheinlich. Das heißt, dann müssen wir... Hier habe ich noch, haben wir noch gar nichts gebaut. Vielleicht kommen die von hier. Nein, die kommen natürlich nicht von hier. Das ist ja wieder Schüttandard. Kommen wieder von oben. Jetzt mache ich, ich mache nicht schon wieder diesen gefährlichen Sprung, oder? Nee, mach bitte keine gefährlichen Sprünge. Doch, ich habe ihn gemacht und ich habe ihn... Boah, du glaubst es nicht. Das Video musst du dir angucken. Ich bin auf der letzten Kante gesprungen. Okay. Also auf meiner Seite sind zwei Orks. Achso, du bist ja okay. Auf der anderen Seite kommen jetzt auch, du hast die Falle... Baumstamm! Dann kann ich ja hier mal auf die andere Seite gehen, denn da geht's rund. So, ich nehme mir die beiden Münzen, oder willst du eine? So, ich zünde auch die Falle. Okay, ich nehme beide. Nimm ja. Du sie beide, ich bin gerade hier. Oh, da kommen noch zwei Elis, aber kein Problem. Oh, geil. Zwei Münzen, die nehme ich mit. Also okay. Die rollenden Dingern geben auch Orks einen Instant-Death, also diesen... So, die nächste Münze. Okay, da kommt irgendwas Böses. Einfach. Ihr habt doch nichts drauf, ihr Ogas. Ich bin... Du bist... Tot. Du bist tot? Ja. Und sind die nah an der Tür? Nee. Okay, dann kann ich ja noch ein bisschen mit denen hier spielen. Oh, Feuer-Ogre ist gegen Feuer-Immun. Was ein Wunder. Hat uns aber 3 Punkte gekostet. Boah, der ist ja wirklich gegen Feuer immun. Ich würde schon sagen, okay. Warum kriegt der keinen Schaden? Nein. Ich werde eventuell drauf gehen. Okay, doch nicht. Schwein gehabt. Wenn er kommt zu mir oder in meine Richtung erstmal, dann kann ja, ich spiele gerade mit dem Ogre, aber ich habe ihn jetzt gerade verzaubert. Okay, boah. Bei mir ist Elementenschlacht, aber das ist ja auch noch ein Ogre. Okay, das wird knapp, aber ich versuch's. Ich hab den gleich. Wenn ich meine Waffe dreimal auflade, macht die verdammt viel Schaden. Ja, ich lenke den Feuer-Ogre gerade wieder in die andere Richtung. Okay, ich komme zu dir. Jetzt will er mir nicht mehr in meine Richtung folgen. So, wieder voll aufladen, meine Attacke. Okay, da haben wir wieder ein wenig was. Ich hoffe mal, die kommen jetzt mal von hier. Ja, kommen sie. So, jetzt kommen sie von da. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir... Ich habe hier schon Fallen stehen. Fallen blockieren. Dann hau ich hier mal da was hin. Ja, nimm die andere Seite auch noch. Teil ja. Das gleich auf. Ich habe ganz viel Geld. Du hast ganz viel Geld? Ja, ich habe 3000. Jetzt habe ich noch 2000. Jetzt gehe ich mal direkt zur anderen Seite und hau da auch noch mal was hin. 3,7. Ja, da waren ja sehr viele große Gegner gewesen. So, da haben wir auch noch mal hier so ein Klötzchen wechsel dich hin. Okay, nicht genug Gold. Egal, dann bleibe ich hier stehen. Okay, dann hau du auch noch mal am besten was hin. Ich habe auch in jeden Gang hier zwei Drescher reingemacht. Okay. The Drescher. Drescher. Oh Mann, eigentlich warst du für das Runterfallen zuständig. Ach, bist du runtergefallen? Ja. Deswegen bin ich gestorben. Okay.
Also es und aufladen bei den Frostoger. Ja, du meinst mein Feuer? Mhm. Macht's auf jeden Fall. Dafür halt weniger bei den normalen Ogern. Und meine aufgeladene Attacke macht auch Schweine viel Schaden. Okay. Wenn ich die also wie gesagt zweimal auflade, dann mache ich alles One Hit. Siehst du? Sehr schön. Und so, der letzte Oger kriegt. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ja, irgendwo. Ah, da hinten. Da hinten kommen sie. Ja. Und drüber. Ich lege euch mal direkt hier so einen kleinen. Eine Flammenmauer hin. Stimmt. Scheiße, die ist ein bisschen weit. Ich war eben erstmal verwirrt. Warum? Ich habe gedacht, die kommen jetzt hinten den langen Gang. Dann bashe ich hier halt mal rein. Bis ja, hier ist eigentlich gut verteidigt schon. Ja, es ist halt ein relativ kurz.